Ich verteile Kleidung beim CSD. Und würden Sie sagen, es ist vernünftig, dass Lehrer in diesem Beispiel nackt sind vor den Kindern im Unterricht? Also das klingt ja jetzt ein bisschen neu, sage ich mal zumindest. Ganz nach Belieben, sage ich einfach. What the fuck, Bro? Was für Unterricht? Ist es dein Ernst? Was für die... Und so sneaken sich die Dämonen quasi über diese LGBTQ-Agenda zu unseren Kindern. Und davor muss man aufpassen. Oh shit, die OnlyFans-Veganerin. Yo. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Ich verteile Kleidung beim CSD. Von Leo, dem jüngsten Ketzer der Neuzeit. Grüße gehen raus auf jeden Fall an der Stelle. Ja, ein bisschen die Kleider verteilen auf dem CSD. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Das Thumbnail sieht auf jeden Fall schon mal, wie soll ich es nennen? Interessant aus. Wir gehen da jetzt rein. Na, ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Ob das die richtige Entscheidung war, Digga? Ich weiß nicht ganz genau, ja. Das löst in mir jetzt schon verstörende Gefühle aus hier, die Bilder, die ich jetzt nur in den ersten 4 Sekunden gesehen habe. Hey. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Yo. Pippi Langstrumpf, JungsInnen, Digga, guck mal. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich auf dem CSD dieses böse und damals noch verbotene Magazin verteilt habe? Das Highlight war dabei echt, wie der Typ hier einfach mal auf mir abgearscht hatte. Ekelhaft. Nun, diese ganze Aktion war bei weitem nicht das Letzte, was ich an diesem Tag vorhatte. Als ich bei der größten LGBTQ-Party vor einem Jahr feststellen musste, dass dort mehr Haut gezeigt wird, als es das Gesetz in der Öffentlichkeit nun mal zulässt. Und hey, wie kannst du mit den Jungs innen einfach so normal reden, wenn die einen Jarak da rausringen haben, so, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das wäre mir zu viel, Bro. Investigativ, Journalismus hin oder her, Digga, da könnte ich nicht mit, also da wäre ich, das wäre für mich, ja. Ja. Und damit meine ich zum Beispiel diese Männer hier, die hatten nichts mehr an, bis auf Schuhe, Socken und einen Erektionsring an ihrem Genital. Ja, danach schmiedete ich mir still und heimlich für dieses Jahr einen Plan. Und damit herzlich willkommen zur Mission. Ich bin der Ordner der Neuzeit und hab ein bisschen... Ordner der Neuzeit, fühle ich? Ordnerinnen, Alter. Kleidung mit dabei. Es ist zwar kalt, trotz Klimawandel, aber vielleicht sehen wir den einen oder anderen, der Bedarf hat. Den einen oder anderen, der vielleicht heute Morgen gedacht hat, hey, ich schau mal in den Kleiderschrank, nichts gefunden, ich laufe einfach nackt durch die Stadt. Da sind wir natürlich da, genau wie die Polizei da vorne. Die ahndet das heute nicht. Erregung öffentlichen Ärgernisses ist heute nicht an diesem besonderen Tag hier in Berlin, der CSD. Man sagt ja auch nicht, hey... Warum ist denn das im Wald? Die haben die das verlagert oder war das nicht früher so auf dem Dings hier? Auf der Meile? Brandenburger Tor mäßig? Straßenrennen sind verboten, aber an einem Tag im Jahr, da ist es erlaubt, da dulden wir das einfach. Von ist schon creepy, ne? So im Wald und so? Ja, ja. Recht und Gesetz wird durchgesetzt, ich denke mal mit meiner... Da springen bestimmt auch ein paar Jungs innen in der Wildnis rum und treiben da ein paar Sachen, die eigentlich... ja. Autoritären Verkleidung werden wir dann, denke ich, hier heute noch Erfolg haben. Bevor ich mich aber ins Getümmel stürzte, musste ich allerdings erstmal klarstellen, dass ich auch politisch korrekt unterwegs bin. Das ordnungsgemäße Gendern inklusive Genderstern meiner Ordnerbinde war... Wichtig, wichtig, Bro, wichtig. In dem Fall natürlich Pflicht. Ich habe schließlich seit der letzten... OrdnerInnen, Bro. So sieht's aus. Fridays for Future Demo dazugelernt. Ihr erinnert euch? Entschuldigen Sie, der Herr. Anzüge sind hier heute leider verboten. Ja. Sie sind kein Ordner von uns. Doch. Nee. Der Leo, Digga. Innen immer. Ja, hallo erstmal. Ich bin hier der wirkliche Ordner und ich merke, dass deine Ordnerbinde nicht gegendert ist. Das heißt, du gehörst gar nicht zu den offiziellen Ordnern. Das war die Argumentation, weswegen man mir dann meine Ordnerbinde entbinden wollte. Ich war sozusagen eine entbindende Person in dem Moment. Wow. Dass ich das als Mann doch sein kann, hätte ich nicht gedacht. So habe ich mich auch gefühlt. Aber wenn ich das
Ja. Abnehme und mich als Ordner identifiziere, eine Möglichkeit. Was ist, wenn ich die Binde abnehme und mich als Ordner identifiziere, wäre das eine Möglichkeit? Feier ich. Gut, also der Kollege hat da jetzt etwas nicht ganz verstanden. Statt meine Binde zu gendern, hat er nämlich einfach gendern auf die Binde raufgeschrieben. Und irgendwie musste ich dabei an dieses legendäre Frank Ribéry-Meme denken. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln! Okay, Level 1, die Raver. Huch. You should be asking me if... Warte. Die Jungs innen reden Englisch mit Untertitel, warte. Du solltest mich um meine Erlaubnis fragen, mich zu filmen. You have my permission to film me before you start an interview. That's true. Als erstes und dann als zweites. Ach, der kann sogar Deutsch, oder was? Bro! Guck dir mal den Grund an. Bruder, jetzt, Bruder, damit ihr das Outfit, ihr müsst das Outfit mal komplett genießen. So, ich war ja so ein bisschen davor. Schön die Plauze unten durch und die Haare, Digga. So, das nenne ich doch mal Fashion, Bro. Statements, die ihr hier setzt, weißt du? Das sind Statements, Bro. Aber der Ärmel sitzt, Bruder Hetz. Muss man sagen, wie es ist. Der Ärmel sitzt, Bro. Zweites, das ist sehr nett, dass Sie was anbieten, aber das brauchen wir nicht. Okay, ganz gut. Warum immer hin und her? Ich wollte das euch nicht vorenthalten. Entschuldigung. Hi. Wir machen ein YouTube-Video und fragen eher nacktere Menschen, ob ihnen kalt ist. Nein. Okay, also sie sprechen schon mal Deutsch. Das ist hier sehr... Hör wieder, Bruder. Digga, was ist das? Was ist das? Genug. Ist ihnen kalt? Kleidung. Nein. Okay. Danke. Bro. Guck mal, der Rentner, Digga, hier schön, der könnte der Santa Claus machen, Digga, im Einkaufszentrum. Der steht da einfach da nackt mit so einem String, Alter. Warm genug. Ja, das ist der Klimawandel. Wir machen ein Video und fragen heute Menschen, ob die Nacktheit an der Öffentlichkeit eigentlich immer so sein sollte oder nur an diesem heutigen Tag. Immer. Okay. Also auch im Alltag sozusagen, warum nicht? So. Ich bin immer nackt, sobald ich jetzt raus. Ja. Ganz nach Belieben. Ganz nach Belieben. Jetzt mal eine ganz extreme Frage. Würden Sie... Warte, das sah es gerade so aus, als ob er dem ein Küsschen geben will, ne? Ganz nach Belieben. Guck mal. Ganz nach Belieben. Jetzt mal eine ganz extreme Frage. Würden Sie... Gut los. Sie wollen, dass der Lehrer Ihres Kindes in der Schule auch eher nackt ist? Also zum Beispiel jetzt ein bisschen wie Sie heute? Für mich habe ich kein Problem mit dem Nacktsein. Ja, überhaupt kein Problem. Das habe ich sogar mit dem Kinder. Weil viele Leute haben genug mit den Kindern, wegen den Kindern. Aber meistens die Kinder sehen, das ist ihnen wurscht. Ja. Der Erwachsene sagt, oh, aufpassen auf die Kinder. Aber eigentlich ist das nicht. Das ist nur eine Ausrede für den Erwachsenen. Ich glaube, die Kinder haben da weniger Probleme mit. Das sind eher die Erwachsenen. Und würden Sie sagen, es ist vernünftig, dass Lehrer in diesem Beispiel nackt sind vor den Kindern im Unterricht? Also das klingt ja jetzt ein bisschen neu, sage ich mal zumindest. Ganz nach Belieben, sage ich einfach. What the fuck, Bro? Was für Unterricht? Ist es dein Ernst? Was für die... Man kann so viele Sachen dazu sagen, aber dann lassen wir das für sich sprechen, oder? Ich meine, wir wissen ja alle, wir sind ja alle noch normal, oder nicht hier? Ja oder nein? Sind wir normal? Wir sind normal, oder? Brauchen wir nichts zu sagen, oder? Wissen wir Bescheid, oder? Alles klar. Das ist doch kein Muss. Also, wenn es jetzt eine Partei gibt, die sagt, ja, Lehrer dürfen auch nackt sein im Unterricht, würden Sie sagen, ja, kann man wählen? Ich glaube, das wäre ein bisschen wenig als Parteiprogramm.
Ja, wer weiß, heutzutage sind die Themen ja sehr politisch auch. Ja. Ich finde das echt erschreckend. Es ist erschreckend, vor allen Dingen, wenn du weißt, wer da so, also weißt du, was ich meine? Diese Agenten so krass nach vorne treibt, die noch vor nicht allzu langer Zeit Kinder zu Straftäter, zu Straftätern geschickt haben, die schon mal pädophile, also weißt du, die schon mal pädophile Sachen gemacht haben, so. Kentler-Experiment unter den Grünen, dies, das. Grünen sind mit in der Regierung. Auf einmal kommt diese ganze Scheiße und wird immer mehr nach vorne getrieben. Findest du auf einmal irgendwelche Kindersexräume in irgendwelchen Kindergärten und Kitas und so. Also ganz komische Sachen, die da versucht werden umzusetzen, so. Weißt du? Und so sneaken sich die pädophilen Dämonen quasi über diese LGBTQ-Agenda zu unseren Kindern. Und davor muss man aufpassen. Hört sich hart an, aber davor muss man auf jeden Fall aufpassen. Warum sind Sie heute hier, wenn ich fragen darf? Ist es ja auch irgendwo was Politisches? Naja, um uns zu präsentieren. Ja, das sehen wir. Wir haben auch Kleidung dabei, falls euch kalt wird. Schön, weiß und frische Ware. Ja. Willst du auch probieren kurz? Ja, was haltet ihr davon, jetzt komplett nackt zu sein bei der Parade heute? Also wirklich komplett, komplett. Nicht so unser Ding, aber... Stark. Kannst du gerne behalten. Danke dir, ja. Und wenn du einen ganz nackten Mann siehst, kannst du ihn auch weitergeben. Ich weiß, dass es ihm kalt wird. Schick ich zu euch, ja. Ich muss sagen, dieses ganze Verschenken macht echt Spaß. Vielleicht sollte ich mir... Hallo, Digga. Schenke den, du hattest so einen Kittel mitgebracht, oder was? Klickt jetzt auf den Link in der Beschreibung und holt euch eure Daten. Ich habe gerade eine ganz crazy Frage gestellt an den Mann da vorne, der schon auch sehr nackt ist. Wenn der Lehrer seines Kindes im Unterricht auch nackt wäre, wie würde er das finden? Ganz komisches Beispiel, ne? Aber er hat gesagt tatsächlich, wie er will. Was ist da eure Meinung? Es gibt Momente, die man nackt sein darf, manchen einfach eher ungünstig. Wir machen dann ein YouTube-Video. Wir haben hier Kleidung. Wollen Sie welche? Weil es ist... Die Mädels denken sich auch, was willst du damit sagen? Sehe ich nicht gut aus oder so? Helter. Wie jetzt anziehen? Danke. Wir haben was dabei. Ah, da, dabei. Die haben schon was dabei, okay. Krass, aber. Darf ich fragen, was auf dem Sticker steht? Wie viel Grad waren da? Stehen? Ah, das ist my churchy. Was bedeutet das? Ja, vom Wagen von der evangelischen Kirche. Ah, also die evangelische Kirche, die einen Sticker gemacht hat, um die Parade zu unterstützen. Wir waren auf dem Wagen. Von der evangelischen Kirche. Wahnsinn, was es nicht so alles gibt, ne? Sind Sie auch Christin, wenn ich fragen darf? Nee. Nee, aber waren mal mit dabei. Ja. Okay, aber Sie finden es wahrscheinlich gut, dass die Kirche das so unterstützt. Andere Kirchen unterstützen es ja eher weniger. Dürfen die das oder ist das schon Hass und Hetze? Ich finde es schön, wenn es jeder unterstützt. Ja, aber würden jetzt auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich glaube, die Parade heute und die Bibel lassen sich nicht sehr gut vereinbaren. Das wäre auch in Ordnung, wenn es jemand sagt oder wäre das schön? Die finden das voll witzig gerade. Wäre nicht schlimm, cool, danke schön. Weil ich sehe es zum Beispiel so, aber ich kann euch ja trotzdem lieben. So, ne? Das ist gar keine Frage. Ich glaube nur nicht, dass alles, was heute hier passiert, so gut ist. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ne? Würden Sie es okay finden, wenn ein... Yo. Ein Lehrer von Kindern dasselbe Outfit wie Sie jetzt anhätten? Ja, genau. Das ist okay. Ja? Ja. Im Unterricht? Im Unterricht? Ich glaube, dass es muss sein, die Verantwortung mit Eltern. So, das muss für alles gut okay sein, nicht für ein Eltern. Das muss ein Konsens sein. Okay? Also wenn alle Eltern sagen, ist okay, dann kann der Lehrer das. Ja, das ist okay, ja. Und wenn auch nur ein. Was soll das denn für einen Sinn haben überhaupt? Jemanden, einen Lehrer, der sich so anzieht für also was, weißt du, wie ich meine? Was ist denn der tiefere Sinn dahinter? Lernen die Kinder dann besser oder was? Was willst du mich verarschen? Der Linke könnte sein Vater sein, ne? Vielleicht sieht es nur so aus, aber so ähnlich habe ich auch gedacht. Ein Elternteil von... Ja, genau. Das muss Kompromiss sein. Okay, und wenn es jetzt ein Elternteil gibt, was dagegen ist... Ja, dann muss Kompromiss sein. Okay, dann nicht. Dann nicht voll nackt, ja. Okay, verstehe. Von den Nazis so. Warum überhaupt? Oh, shit! Oh oh! Ich hab Angst vor ihr. Die hat mich fertig gemacht einmal. Grüße an Ferro. Ah, hi. Habt ihr heute schon komplett nackte Männer gesehen? Das ist das Thema des Videos heute. Ja, ja, haben wir. Die OnlyFans-Veganerin. Yo! Schon. Ja? Und denen wollen wir Kleidung anbieten, falls ihnen kalt wird. Ach so, okay. Wenn du magst, kannst du es gerne behalten. Ey, danke dir. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Wenn du einen komplett nackten Menschen triffst, dann sagst du, ey, mein Lieber, das ist krass hier mit deiner Nacktheit, dir wird kalt hier, du kannst meine Jacke haben, da kannst du weiter. Okay, ich nimm's auf und schick's dir auf Instagram, okay? Wenn du das machst, dann überlege ich mir irgendeine Überraschung so, dann weiß ich nicht. Also, auf Ernst? Das wäre richtig stark. Okay, okay, schreib's mir über Instagram. Ey, wenn du die Challenge wirklich hinbekommst, wir machen irgendwas Krasses. Okay. Hi.
Falls euch kalt wird, haben wir Kleidung für euch. Digga, Alter, ich bin darum, ich könnte da gar nicht, also Respekt auch vor Ketzer der Neuzeit, ne? Sag ich ehrlich. Ich könnte das gar nicht, glaube ich. Ich könnte das nicht. Euch. Wollt ihr kurz anziehen? Yeah. Ja, cool. Ja, so. Sagen wir mal, die Kinder sind im Kindergarten 4 Jahre alt. Sollte es dann in Ordnung sein, dass ihr zum Beispiel mit dem Outfit Kindergärtner seid? Oh mein Gott! Was sagst du? Aber ich denke... Dankeschön für das Interview, aber wir wollen ein bisschen Spaß haben. Heute. Okay, we are doing a YouTube video and we are giving free clothes if you maybe get cold. Yeah. Die denken, what? Yeah. What? Yeah. Why not? Right? Why not? You want some as well? Oh no, it's empty. Something gonna happen, I'm afraid now. Yeah, and the whip, and then perfect. The whip, like the, and then perfect. Yeah. I think you look really good. Thank you. Yes, okay, it was a pleasure. Ja. Jetzt sind wir auch pleite, also warte, eine Sache haben wir noch. Ja. Jetzt machen wir richtig Party, Freunde, okay? Nee, Spaß, also, ja, wir gehen jetzt nach Hause, das war's wirklich. Bruder, der macht Kamera aus und geht da richtig steil jetzt noch auf dem CSD, glaubt mal's. Undercover. Na, Leo, sei ehrlich, Bro. Die eine eben, die du in den Kittel gegeben hast, da habe ich schon was gefühlt, Bro. Schon wieder zurückgegangen. Komplett heute wieder. Es sind übrigens nur noch etwas mehr als 100.000 Abonnenten. Ich küsse deine Ads. Kappa natürlich, ne, ist nur Spaß. Wir machen hier funny, lustig auf süß. Jo. Das war mal ein Video, meine lieben Freunde. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Tschüss.